Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder ein bisschen leicht bekleidet hier zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben uns im letzten Part an den Turm in der Wüste gewagt und direkt mal hier die nächste Himmelsinsel erkundet. Und von hier aus starten wir jetzt mal los und versuchen vielleicht, wenn alles gut läuft, möglicherweise... Okay, von hier aus jetzt den nächsten Turm zu erspähen. Der muss ja irgendwo in diese Richtung sein. Also da sehe ich schon mal eine Geoglyphe. Und irgendwo muss der nächste Turm sein. Weil diese Geoglyphe, die holt mich natürlich auch ab, ne? Und uns gehen eh gleich die Batterien aus, deswegen wird es doch eine Geoglyphe. Könnte das da unten schon der nächste Turm sein? Ist das einer? Oh. Also wenn ich mir diese Geoglyphe ansehe, gibt es eigentlich nur einen Ort, wo das sinnvoll sein kann. Und das ist hier dieses Mittelstück, weil das ist der einzige Ort, wo man wirklich sinnvoll laufen kann. Ein bisschen tiefer runter hier. So. Parasegel wieder auf. Ja, guck mal, ich glaube, da sehe ich es sogar schon. Das könnte passen, Leute. Das könnte passen. Oh, extreme Kälte ist kein Thema. Da kämen wir mit aus. Ausrüsten. 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 Oh, wie süß seine Bäckchen, seine Wangen so gerötet sind. Ist das nicht knuffig? Oh, ist es. Oh, nächste Geoglyphe hier. Warte mal, den machen wir noch weg da, den kleinen Bengel da unten. Ups. Oh, oh, oh. Na? So, lass mal eben fallen, den Jungen. Ja. Der hatte nämlich richtig keinen Bock drauf. Oh! Scheiße. Oh, hat geklappt. Frag mich nicht, wie. Aber es hat geklappt. So, hier, los, 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 rauf auf die Sau da. Jetzt checke ich das erst. Die Leute, also die Viecher, die irgendwelche Effekte auf ihren Pfeilen haben, die haben das Zeug dann auch hinten in so einem Köcher drinne. Das ist ja cool. Also die haben nicht einfach durch Zufall da jetzt irgendwie Eispfeile am Start, sondern die haben wirklich in dem Köcher dann das auch drin. Will ich sagen, aber das ist cool. Das ist richtig cool. So, guten Tag. Aua, das war jetzt nicht sonderlich nett, muss ich gestehen. Oh. Dann nehmen wir mal das. Stirb mal einfach, ne? Dankeschön. Na, noch geht der. Noch geht der. Aber auch nicht mehr lange. So. Hier könnten wir jetzt uns einen Ballon zusammenbasteln. Brauchen wir aber erstmal nicht, würde ich sagen. Was ist das denn da hinten für ein Turm? Schnauze bitte, danke. Da hinten ist auch so ein Turm, aber das ist kein Entdeckungsturm. Das ist irgendwas anderes. Aber da sehen wir auf jeden Fall schon mal ein Schrein der Begierde. Jetzt gehen wir mal eben hier lang, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier vorne gleich den Tropfen finden werden. Den Erinnerungstropfen. Das sah zumindest von oben so aus und würde auch als einziges Sinn ergeben, weil die anderen Bereiche dieses Bildes lassen sich kaum normal betreten. Weil das ja so komplett auf diesem Stein da drauf ist. Deswegen eigentlich kann das nur hier irgendwo sein. Und das sieht auch schon so aus. Und da sind zwei Pflanzen, die da am Wachsen sind. Sieht für mich sehr gut aus. Als wären wir hier richtig. Hoffentlich sind wir das auch. Sonst bin ich ganz schön, wie sagt man, hier bumst. Okay, es sind leider doch nur Pflanzen. Ah? Himbeeren? Wildbeeren. Ja, oh, Schwein gehabt, ey. Schauen wir uns das mal genauer an hier. Du, 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 du.
So, irgendwie der Story. Ich bin gespannt und halt mir eine Schnauze. Achtung. Im Namen aller Gerudo bitte ich eure Hoheit. Untertänigst und ergeben. Um Verzeihung für das Ausschlagen der wiederholten Einladungen. Wir bitten darum, unter den Schirm des Königshauses zurückkehren zu dürfen, wenn ihr uns diese Gnade gewährt. Deine Demut ehrt dich, Ganondorf. Dein treuer Schwur an Hyrule sei hiermit anerkannt. Man sagt, nur alle 100 Jahre werde ein Gerudo männlichen Geschlechts geboren. Du warst dieser Auserwählte. Und von nun an wirst du unserem Reiche dienen. Hyrule kann sich glücklich schätzen. Hoheit, ihr schmeichelt mir. Euer Volk, die Sonau, kam einst von den Himmeln zu uns herabgestiegen. Man sagt, sie sollen die Gottheiten gewirkt haben. Und ihr, als einer ihrer Abkömmlinge, nahmt eine irdische Hyjanerin zur Frau. So konntet ihr eure Herrschaft über die Grenzen eures Volkes hinaus ausdehnen. Respektabel. Dass nun trotz alledem vom edlen Volke der Sonau nur noch ihr und eure verehrte Schwester übrig seid. Dieser Umstand ist zutiefst bedauernswert. Der Frieden unserer Herrschaft wird heute und ewiglich bestehen. Meine begrenzten Tage wird er bei weitem überdauern. Wohlan, Ganondorf. Ich hege hohe Erwartungen an dich. Du darfst gehen. Sehr wohl. König Rauru, ich spüre unheilvolle Absichten, tief im Herzen jenes Mannes. Und auch sein Name beunruhigt mich. Seine Bosheit ist mir nicht verborgen geblieben. Und genau aus diesem Grund habe ich ihm meine Hand gereicht und kann ihn besser im Auge behalten. Bitte sorge dich nicht, ja? Gut. Und sie ist besorgt. Hat nicht so gut funktioniert. Okay, das war aber eine coole Zwischensequenz wieder. Ja. Nice, nice, nice. Wieder eine gesammelt. Eine neue Erinnerung. So, okay, Leute. Ich würde sagen, John. Oha. Ist das nicht das alte Lager der Jäger hier? Oder? Was ist das doch? Nüdü. Jetzt eben zu diesem Schrein da, weil ich den so schön von oben gesehen habe und weil ich jetzt Bock habe, den anzugucken. Danach gehen wir aber dahin zurück, wo wir waren. Gehen eben noch zu dem Stall, weil bei dem Stall ist vielleicht der Flötenschlumpf, wenn es gut läuft. Damit wir den dann eben noch holen können. Und dann brechen wir aber in der Wüste auch erstmal ab, weil da kommen wir erst später hin. Ich möchte eigentlich als nächstes erstmal zu den Zora. Ich glaube, das ist auch sinniger, erstmal dahin zu gehen. Sicher bin ich mir nicht, aber ich fühle es irgendwie so ein bisschen. Ach, das ist das Oasending da. Ah, das kenne ich noch von früher. Das ist diese kleine Oasentown. Ich erinnere mich nicht aber an dieses helle Lichtturm-Ding da. Das scheint neu zu sein. Genauso wie dieser riesige Pilz dort. Der scheint auch neu zu sein, aber du! Es muss auch mal neue Dinge geben. Und hier ist sehr viel Sturm. Und hier muss ja dann eigentlich irgendwo, da hinten sehe ich es auch schon, da wird dann wohl der Stall sein. Okay, landen wir erstmal hier. Oh, die Wüstenrobben. Endlich wieder die Robben. Oh. Maya-Tata-Schrein. Akuya Mayatata. Diesen Schrein habe ich gern. Ich gehe da gleich rein. Nackt sein hätte ich nicht so gern.
Mal gucken. Bitte nichts, bitte jetzt nicht nackt sein. Jetzt gerade habe ich gerade wirklich keine Lust. Sonst habe ich ja Bock drauf, aber jetzt gerade hätte ich keine Lust auf nackt. Bitte nicht nackt. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, wir haben Klamotten an. Nice. Danke, Link. Wo bin ich denn hier? Rutschpartie. Okay, das klingt schon geil. Das klingt, als würde das Bock machen. Dum, dum, dum. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, 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 oh. Ja, das finden wir gleich raus. Versuch mal auf einen aufzuspringen. Läuft. Okay, das ist einfach der Tod. Gut, das bringt uns nicht weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung, ha? Huh? Oder was meint ihr? Oh, oh, vorsichtig, Link. Ah! Lass uns mal rückwärts rutschen. Hui. Aha. Als hätte ich das geahnt, ne? Erstmal schön in den Untergrund rutschen. In der Hoffnung, das bringt was. Was ist das jetzt hier? Okay. Cool. Hm. Das ist Sand, ne? Da kann ich nicht einfach reinlatschen. Kann ich das wegmachen, da das Ding? Nee. Hä? Kann mir das irgendeiner erklären, was das bedeuten mag hier? Ich denk mal. Gestern den falschen Knopf, ich Trottel. Oh nee, ey. Fuchs, was machst du auch wieder? Du hast Zeit für Pause, ne? Da, guck mal. Jetzt habe ich es langsam verstanden. Wollte ich, glaube ich, auch genug aufnehmen, ne? Aber den Tempel, den schaffen wir jetzt hier noch. Kleine Mini-Dungeon. So. Ich glaube, ein so ein Ding reicht, wenn man ehrlich ist. Da brauchen wir keine zwei. Aber zwei Schocken halten mehr. Deswegen, let's go. Wir müssen wohl so einen Sandspeeder zusammen basteln. Okay. Und ich bin ehrlich, ich glaube, da geht nur ein so ein Lüfter dran. Ja, wobei. Ach, einer reicht aber, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, da gehen zwei ran. Guck mal da. Aber eher oben, würde ich sagen. Machen wir lieber oben drauf, statt unten, damit die nicht abgeklötert werden. Das wollen wir ja nicht. Und los geht's. Oh. Gibt's denn hier noch so? Also da ist auf jeden Fall schon das Ziel. War's das schon? Okay, das ist schon das Ziel. Moment, aber ich habe das Gefühl, da ist ja noch mehr. Oh nein, mein Boot. Schnell, schnell, schnell. Okay. Link, lass mal eben noch da hinten hingucken. Lass mal cruisen. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch mehr. Lass mal eben hier hin cruisen und gucken, was da noch so abgeht. Schau mal. Achtung und hochlupfen, hochlupfen. Ist das hier geparkt? Ja, so halbwegs, ne? Warte, wir lassen das mal hier, das passt schon. Hier ist 100 pro noch eine Kiste oder sowas. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Als hätte ich das geahnt, ne? Oh, für 10 Holzpfeile sowas von. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal darüber freue, aber doch, Pfeile sind geil. Schön. Jetzt drehen wir das Ding einmal um. Nicht so. Haha, was ist das denn jetzt? Danke, so reicht das aus.
Und los. Oh, vorsichtig, nicht runterklötern. Und jetzt zum Ziel. Ach, wie viel Bock das auch macht, ey. Dass du so auch deine eigenen kleinen Vehikel bauen kannst. Was das an Physikprogrammierung ist. Das ist so krank, dass das überhaupt läuft. Also wirklich, dickes Props muss man da raushauen. Wenn du so ein bisschen Ahnung von der Materie hast, weißt du, was die hier für ein Meisterwerk verbracht haben. Und ich wiederhole, es ist auf der Switch. Richtig krank, ist kein Super Gaming-Rechner, das ist die verdammte Switch. Also wirklich meisterhaft, einfach wirklich meisterhaft. Grüßerchen darauf. Hab ich noch ein Stückchen Kaffee? Hab ich noch. Danke, gebt mir mal euren Ball. Dankeschön. So. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ja, her mit der Kraft. Immer her damit. Gib mir die Kraft, Bruder. Gib mir die Kraft. Ich brauche sie. Ich brauche sie jetzt gleich. So, ich glaube, wir haben noch zwei oder drei Gegenden, die wir noch mit dem Turm erkunden müssen. Dann hätten wir die Weltkarte mal aufgedeckt. Ne? Mal kurz mal checken hier. Ja, hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, ich nehme alles zurück. Fünf Stück noch. Krass. Okay. So, wo wir schon mal hier sind, können wir ja gerade mal gucken, was hier so abgeht, ne? Wüstenbazar. Ach, ein Orni. Darf ich dich bitte drücken? Oh, er schläft. Oh, fühl ich, Bruder. Oh, ich bin wohl eingeschlafen. Hi. Nun, guten Abend. Oh, mein Fehler, ich habe zu lange hier gewohnt. Ich habe es mit Sava durcheinander gebracht. Das ist Gerudo-Sprache für guten Abend. In letzter Zeit tauchen übrigens einige seltsame Begrüßungen auf wie Wotta oder Sava. Ah. Dann steckst du auch wegen des Sandsturms hier fest? Muss schwierig für euch Julianer sein, da ihr ja nicht fliegen könnt. Je höher man nämlich fliegt, desto schwächer wird auch der Sandsturm. Hättest du Flügel, wie wir Orni, würde dir so ein Sandsturm keine Probleme bereiten. Sandsturm? Da siehst du, wie dieser Sandstaub in der ganzen Gerudo-Wüste herumfliegt? Wenn du in einem Sandsturm bist, kannst du weder gut sehen, noch funktioniert dein Kompass. Die Oase hier ist nur dank des Aufwinds dort drüben nicht vom Sandsturm betroffen. Aber da wir Orni einfach über dem Sandsturm fliegen können, musste ich mir darüber noch keine Gedanken machen. Sieh zu, dass du nicht in diesen Sandsturm gerätst. Nun denn, lebe Fork wohl. Hoppla. Das habe ich wohl gerade etwas vermischt. Savork bedeutet in der Gerudo-Sprache lebe wohl. Ja, lebe auch du wohl. Was ist bei euch hier los? Ich habe Sand im Auge. Solange er nur im Auge ist, ne? Sand kommt überall hin. Wir quatschen gleich. Ich will nur erstmal hier in die Bude rein und nach da oben auf jeden Fall. Ich will wissen, was da abgeht. Einen wunderschönen. Immer wachsam bleiben. Saba, Saba. Saba, Saba. Hm, dich habe ich hier noch nicht gesehen. Gehörst du zu diesem Karawanentrupp, der nach Gerudo-Stadt unterwegs ist? Gerudo-Stadt? Ja. Gerudo-Stadt liegt südwestlich von hier. Es ist die größte Stadt in der Gegend. Allerdings ist es Voi, also Männern, verboten, die Stadt zu betreten. Im Moment ist es aber sowieso egal. In diesem Sandsturm ist die Stadt ohnehin fast unmöglich zu erreichen. Am besten nimmst du dir ein Beispiel an den Voi vom Karawanentrupp und lässt es mit der Stadt vorerst sein. Karawanentrupp? Eine Gruppe hylianischer Händler. Wegen des Sandsturms ist an Handel vorerst nicht zu denken, also helfen sie beim Bewachen des Zugangs zur Stadt. Tja, ich schätze, sie wollten sich bei uns einschmeicheln, damit wir sie in die Stadt lassen. Aber daraus wird nichts, so will es nun mal das Gesetz von Gerudo-Stadt. Der Sandsturm macht euch Julianern ganz besonders zu schaffen, also solltest du besser hier bleiben. Okay, wir sehen auf jeden Fall, Sandsturm läuft nicht so gut. Was machst du da? Ich guck mich nur um, was du hier so hast. Du hast hier Ölflasche, du hast Frostmelon und du hast Zitterkraut. So, dann ist hier noch jemand. Hier gibt's Klamotten. Nur begrenzt verfügbar. Was ist das denn? Wüstenstirnschutz, 450. Was sag? Ich verkaufe modische Kleidung direkt aus Gerudo-Stadt. Suchst du einen Wüstenstirnschutz, dann bist du hier richtig. Früher war der für Voi nur schwer zu bekommen. Meine Kleidung sieht nicht nur fantastisch aus, sie hilft auch gegen die Wüstenhitze. Warum sich nur mit einem Teil begnügen, wenn es die auch noch in anderen Farben gibt? Okay, andere Farben? Die Farben ihrer Kleidung zu ändern, ist bei Vi in Hyrule voll in Mode. Wenn dich das interessiert, in Hateno im Osten von Hyrule gibt es einen Laden namens Tornado, wo das möglich ist. Hateno war mal ein friedliches kleines Städtchen. Aber jetzt ist eine Touristenattraktion. Manche nennen es sogar die Modehauptstadt. Brauchst du noch irgendwas? Ne, erstmal noch nicht, ne?
Das ist mein letztes Exemplar. Wenn du es kaufen willst, dann verrate ich dir ein Geheimnis, das nicht einmal die Gerudo kennen. Machen wir dann nächstes Mal, denn jetzt, meine Lieben, hat der Hahn gekräht und nun machen wir erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.